Elektrostandherde sind eine beliebte Wahl für viele Haushalte, die eine zuverlässige und vielseitige Lösung für das tägliche Kochen suchen. Sie kombinieren einen Backofen und ein Kochfeld in einem freistehenden Gerät, was sie zu einer praktischen Option für Küchen jeder Größe macht. In diesem Video wollen wir euch einmal die 5 besten Elektrostandherde von 5 verschiedenen Herstellern und auch aus 5 unterschiedlichen Preisklassen vorstellen. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Modelle kennenzulernen und am Ende eine gute Kaufentscheidung für euch treffen zu können. Alle Modelle sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, wenn ihr euch nach dem Video nochmal genauer zu den Geräten informieren oder euren persönlichen Favoriten gleich bestellen wollt. Jetzt aber viel Spaß mit dem eigentlichen Video und auch dem ersten Elektrostandherd aus der Einsteigerklasse. Vorstellen wollen wir euch zunächst den Beko FSM 57100. Dieser Elektrostandherd mit Glas-Keramik-Kochfeld ist für Nischen bis 50 cm geeignet. Er kommt mit einem Backraumvolumen von 55 Litern und 4 Kochzonen auf dem Glas-Keramik-Kochfeld, 2 1200 und 2 1700 Watt Zonen. Zudem sind bei diesem Modell 7 verschiedene Heizarten auswählbar. Die Wahl hat man hier zwischen Auftauen, Grillen, Heißluft, Ober- und Unterhitze, Umluft, Unterhitze mit Umluft und Oberhitze mit Umluft beim Backofen. Das schlichte Schwarz-Weiß-Design dieses günstigen Stand-Elektroherds passt sich in viele Einrichtungen gut hinein. Und durch den günstigen Preis kann das Modell für viele eine interessante Wahl sein. Allerdings muss man beachten, dass das Gerät einen relativ hohen Verbrauch hat und damit auch in der Energieeffizienzklasse G eingeordnet ist. Tatsächlich hat das Modell sogar den höchsten Verbrauch im Vergleich, aber wenn ihr euch trotzdem weiter zu diesem Standherd aus der Einsteigerklasse informieren oder das Modell gleich bestellen wollt, schaut jetzt gerne mal über den ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Das zweite Modell aus dem Vergleich, welches wir euch vorstellen wollen, ist der Exquisit ECM 54.1. Dieses Modell von Exquisit ist das zweite und letzte aus dem Vergleich, welches in 60 cm Nischen hereinpasst. Das leistungsstarke Modell kommt mit 4 Kochplatten, welche man natürlich auch alle separat steuern kann. Die Restwärmeanzeige des Modells zeigt hier auch deutlich an, welche Kochzone gerade heiß ist. Das Modell bietet zudem ein Garraumvolumen von 46 Litern, das kleinste im Vergleich. Dafür kann es hier auch durch 5 verschiedene Funktionen überzeugen, zu denen unter anderem die Ober- und Unterhitze, eine Grillfunktion, eine Umluftfunktion und auch mögliche Kombinationen einzelner Funktionen gehören. Durch die komfortable Backofenbeleuchtung behält man immer alles gut im Blick und die praktische Schublade an der Unterseite ermöglicht einen komfortablen Stauort oder kann als komfortabler Tellervorwärmer dienen. Der Exquisit-Standherd überzeugt zwar nur durch ein kleines Garraumvolumen, dafür aber durch ein schickes Außendesign mit Edelstahl verzierten Bedienknöpfen und auch Oberflächen sowie einem Edelstahlgriff. Das Modell überzeugt zudem durch einen sehr geringen Energieverbrauch, wodurch er in der besten Effizienzklasse A eingeordnet ist. Alles weitere zum Exquisit-Standherd aus der zweiten Preis- und Leistungsklasse über den zweiten Link in der Beschreibung. Bleibt jetzt aber auch gerne noch dran, denn die nächsten Modelle sind wie gesagt alles größere 60 cm Backöfen mit starken Funktionen und Leistungen. Als drittes möchten wir euch hier den beliebten Bosch Serie 4 vorstellen. Ein Elektrostandherd mit 60 cm Breite und vielen starken Funktionen. Vor allem die Backofenfunktionen können überzeugen, zu denen unter anderem auch eine 3D-Heißluftfunktion gehört. Dies ermöglicht ein Backen und Garen auf 3 Ebenen gleichzeitig. Durch die 3D-Heizart wird die Wärme im Innenraum dieses Elektrostandherdes besonders gleichmäßig verteilt, womit wie gesagt Lebensmittel auf unterschiedlichen Ebenen im Nu fertig werden. Das Elektrokochfeld aus Glaskeramik an der Oberseite macht einen vor allem das Kochen und auch Reinigen besonders einfach. Die erweiterte Kochzone an der Oberseite links sorgt dafür, dass auch besonders großes Geschirr Platz finden kann. Auch komfortabel ist hier die Bedienung des Modells, welche hier über die hochwertigen Edelstahl-Bedienknöpfe und auch Touch-Sensortasten und das LCD-Display erfolgt. Hier kann man alle grundsätzlichen Einstellungen wie beispielsweise die Temperatur oder auch den Backofenmodus einstellen, kann die Kochfelder bedienen und auch Zusatzfunktionen wie beispielsweise die Schnellaufheizfunktion aktivieren, wodurch man den Backofen insgesamt noch schneller heiß bekommt. Der Bosch Serie 4 überzeugt zudem auch durch eine starke Energieeffizienz, also einen relativ geringen Verbrauch, womit auch dieses Modell mit seinem 66 Liter Fassungsvolumen und seinen 10.800 Watt Gesamtleistung in der Effizienzklasse A eingeordnet ist. Alles weitere zu diesem Modell könnt ihr nun über den dritten Link in der Videobeschreibung erfahren.
Bleibt jetzt aber auch noch dran, um die noch hochwertigeren und auch noch größeren Modelle kennenzulernen. Vorstellen möchten wir euch hier als viertes den AEG CCB 644. Dieses Modell ist ebenfalls für 60 cm Nischen geeignet, kommt aber mit einer besonders großen Höhe von 85 cm. Dementsprechend ist auch das Innenvolumen mit 73 Litern besonders groß. Um genauer zu sein, handelt es sich hier um das größte Backraumvolumen in diesem Vergleich. Mehr Platz also für noch perfektere Ergebnisse. Das Heißluftsystem im Inneren sorgt auch hier wieder für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Garraum. Das zeitlose Schwarz-Edelstahl-Design fügt sich gut in die meisten Einrichtungen hinein und die Leichtreinigungstür besitzt eine herausnehmbare Glasscheibe, wodurch die Tür sehr leicht zu reinigen ist. Sehr edel wird es bei diesem Modell auch in Sachen Bedienung. Hier ist alles über ein Bediendisplay und auch versenkbare Bedienknöpfe an der Vorderseite einstellbar. Nicht nur die einzelnen Kochfelder individuell in der Leistung, die verschiedenen Backofenfunktionen, sondern auch hier eine Elektronikuhr. Diese kann man programmieren, sodass sich das Modell hier nach einer gewissen Zeit auch von selbst ausschaltet und bekommt ihr auch einen Alarmton angezeigt, wenn der Ofen fertig ist. Aber nicht nur durch die zeitlose Optik, die hochwertige Verarbeitung und die ganzen Funktionen kann das Modell überzeugen, sondern zu guter Letzt auch durch seinen geringen Verbrauch. Das Modell ist ebenfalls in der Energieeffizienzklasse A eingeordnet. Wahlweise ist das Modell sogar auch noch in einer weißen oder schwarzen Optik erhältlich. Alle weiteren Infos zu diesem Modell und den drei Varianten über den vierten Link in der Beschreibung. Bleibt jetzt aber auch gerne noch dran, denn als fünftes und letztes möchten wir euch das Premium-Modell im Vergleich vorstellen. Es handelt sich hier um den beliebten Elektrostandherd IQ500. Das Modell kommt mit einer hochwertigen Verarbeitung aus Schwarz und Edelstahl und ist für Nischen mit 60x60 cm geeignet. Das Backraumvolumen beträgt hier 63 Liter, genauso wie also beim Bosch-Modell, und überzeugen kann es vor allem durch seine vielen Funktionen und auch die hohe Leistung. Das Modell kommt mit vier verschiedenen Kochzonen, darunter auch zwei besonders große 21 und 26 cm Durchmesserzonen, von denen eine 2200 und die andere 2400 Watt Leistung aufbringen kann. Zudem überzeugt der Siemens Backofen auch durch 9 verschiedene Backofen-Beheizungsarten. Einstellen kann man hier die Heißluft-3D-Funktion, eine Heißluft-Sanft-Technologie, eine Ober- und Unterhitze, eine Extra-Pizza-Stufe, ein Sanftgaren, eine Tiefkühl-Spezial-, Umluftgrill-Unterhitze und Vario-Großflächengrillstufe. Verschiedene Möglichkeiten also, um verschiedene Arten von Lebensmitteln auf unterschiedliche Arten zuzubereiten. Damit hat man immer die perfekten Einstellungen für die aktuellen Bedürfnisse parat. Weitere Highlights des Modells sind die Schnellaufheizfunktion, die Active Clean Selbstreinigungsfunktion und auch die Soft Close Funktion, wodurch die Backofentür den Schließvorgang dämpfen kann, wodurch dieser Vorgang noch leiser und schonender für den Ofen ist. So hochwertig wie das Modell insgesamt verarbeitet ist, so sind hier auch die Bedienelemente. Die Bedienregler bestehen aus hochwertigem gebürstetem Edelstahl und sind auch versenkbar. Ansonsten lässt sich auch die Temperatur sowie auch die Zeit individuell über die Touch-Sensortasten und das LCD-Display einstellen. Hier lässt sich auch die Kindersicherung aktivieren, sodass der Ofen nicht mehr zu öffnen ist, ohne dass man die Kindersicherung wieder herausgenommen hat, das LED-Licht aktivieren und auch die Selbstreinigung starten. Zu guter Letzt verfügt das Modell auch über verschiedene Automatikprogramme, welche die perfekte Zubereitung der Gerichte ermöglichen. Diese Cook Control 30-Funktion übernimmt die idealen Einstellungen für 30 verschiedene Lebensmittel. Und wenn das alles noch nicht genug ist, dann ist auch der Siemens IQ 500 in der Energieeffizienzklasse A eingeordnet, kommt also auch mit einem relativ niedrigen Verbrauch. Alles weitere zu diesem Modell über den fünften Link in der Videobeschreibung.